Ja, kommen wir kurz zum nächsten Step oder nächsten Projekt, sage ich mal ganz vorsichtig. In dem Fall ist es nur ein kleines Projekt. Es handelt sich um den R8 V10 Plus. Wir haben 610 PS und 560 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit liegt aktuell gerade bei 300 bei dem Fahrzeug. Unsere Aufgabe hier ist es, sich um das Thema mit dem Luftfilter zu kümmern. Und wir werden uns den Datenstand anschauen, weil der Kunde liebäugelt. Er möchte noch ein bisschen mehr Leistung haben und noch ein bisschen die Höchstgeschwindigkeit nach oben treiben. Möglich sind knapp so 340 km/h, was er nachher fährt mit angepasstem Datenstand. Man muss dazu ein bisschen die Abgasanlage abändern. Dann ist auch noch leistungstechnisch so knapp 35, 40 PS und 40 Newtonmeter möglich. Ist deutlich spürbar. Das Fahrzeug ist so schon relativ agil und schnell. Wir haben ein bisschen Zeiten gemessen. Wir liegen bei 100, 200, knapp über 6 Sekunden. 6,3, 6,2 haben wir so im Schnitt gemessen. Das füge ich euch nachher noch ein. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns ans Thema mit den Luftfilterkästen und schauen uns die Sache mal an. Dann sehen wir uns gleich. Ciao. Ja, YouTube, guten Abend. Die Woche wird eine harte Woche. Viel zu tun, noch eine Auslieferung, noch ein paar größere Projekte, die wir fertig machen müssen. Aber wie schon gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg, wir sind auf einem guten Weg. Jetzt gerade unterwegs im Audi R8 V10 Plus. Wir schauen uns gerade mal die Kennfelder an, gucken mal Thema VMAX, liegt aktuell bei knapp 300. Da ist deutlich mehr möglich. Wir schauen auch, was machbar technisch, also leistungstechnisch noch machbar ist an dem Fahrzeug. Wir kümmern uns um ein paar neue Sportluftfilter und wir wollen einfach mal ein paar Zeiten locken. Allerdings wird es wahrscheinlich der Verkehr erst gegen später zulassen. Wir haben unser Tool dabei. Wir fahren jetzt mal eine kleine Runde und machen uns mal unser eigenes Bild vom Fahrzeug. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin den aktuellen R8 noch gar nicht gefahren. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Es fühlt sich auf jeden Fall eh erstmal alles deutlich wertiger an, also deutlich, deutlich besser wie beim Vorgänger. Wäre ja eigentlich auch schlimm, wenn nicht, aber wie schon gesagt, es ist innen richtig, richtig gut gestaltet. Das Display, die Anzeige, die Wertigkeit und der Klang von dem V10, das ist, hört selber, ja, das ist, wir fahren gerade im ganz normalen Mode, das ist richtig genial, macht richtig Spaß, klingt richtig gut. Ich bin mal gespannt, ich kann euch noch nicht sagen, was die Zeiten sagen, ich habe auch vorher nicht geschaut. Wir werden jetzt einfach mal fahren, mal ein paar Zeiten locken. Dann gebe ich euch mal Bescheid, was da rauskommt, ja. Luftfilterkasten
gespannt. Natürlich seht ihr das auch jetzt hier gleich im Video. Jetzt würde ich sagen, bis später. Ciao. Ja, jetzt sind wir unterwegs im R8 V10 Plus, wie versprochen. Mal gucken, was 100, 200 machbar ist. Ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor dem Auto. Ich bin schon viele Autos gefahren, aber ich muss echt zugeben, ich habe echt, echt großen Respekt vor dem Auto. Das Auto ist beim Gas annehmen sehr, sehr direkt. Das Auto ist sehr, ich will nicht sagen brutal, aber er geht richtig ungestimmt zu Werke. Macht richtig, richtig Spaß. Aber gleichzeitig, wie schon gesagt, auch den Hintergrund, wenn man das Fahrzeug nicht kennt, dass man da relativ großen Respekt hat. Also da muss ich echt sagen, Audi AG, da habt ihr echt was gezaubert. Der R8 V10 Plus ist auf jeden Fall ein mehr als gelungenes Auto. Fahrdynamisch, wie als auch der Motor, der Klang, dem gibt es nicht viel hinzuzufügen. Also wie schon gesagt, das ist, da muss sich jeder sein eigenes Bild machen, aber das sind schon zum Vorgängerfahrzeug Welten und da müssen sich einige Konkurrenten oder Mitbewerber definitiv warm anziehen, weil das Fahrzeug macht richtig, richtig Laune, liegt richtig, richtig gut am Gas. In der Zwischenzeit auch drinnen sehr, sehr aufgeräumt, optisch sehr, sehr gelungen. Also das ist ein Auto, da gibt es meines Erachtens momentan 0,00 auszusetzen. Ja, es ist, ich habe bis jetzt noch keinen Manko gesehen. Ja, also ich muss echt sagen, gut ab Audi, heftig. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt probieren wir mal unser Glück. Kunde möchte gerne wissen, was wir Serie 100, 200 machen. Und da würde ich sagen, legen wir jetzt mal los und schauen wir mal, was wir da hinkriegen. Das sind 100, 200 gemessen 5,7. Also da muss ich schon sagen, das ist ein mehr als perfekter Wert, das hätte ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht gedacht. 5,7 Sekunden, das ist eine Hausnummer. Das geht schon richtig, richtig gut vorwärts. Da wollen wir mal schon gucken, ob wir gleich noch eine Vergleichsmessung machen können. Aber 5,7 Sekunden, da können sich einige warm anziehen, definitiv. Also das, was man fühlt und so wie es sich fährt, das macht der Wagen auch. Ja, das ist echt, echt heftig. Ja, probieren wir mal noch eine Messung 2. Würde ich sagen, lassen wir euch kurz alleine. Bis gleich zur Messung 2.